Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Together. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Together. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau, die Abläufe und es gibt ein paar Gameplay-Sequenzen. Abschließend am Ende folgt dann noch ein Fazit. Together, ein Spiel von den Autoren Jules Mezeau, Antonin Bocara und Arthur Anguilla, erschien deutsche Version Piatnik, ursprünglich Old Chap Games. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Ein Zwei-Personen-Spiel ab 8 Jahre mit einer Spielzeit von 20 Minuten. Ob das von den Angaben soweit passt, dazu gehe ich später mehr im Fazit drauf ein. Aber hier sieht man uns schon als zwei Figuren. Wir agieren hier und wir sind auf die Jagd. Auf der Jagd nach Schätzen. Allerdings müssen wir schauen. Wir haben hier verschiedene Laser, die sollten wir nicht berühren. Und deswegen auch ein bisschen ein Zeitdruck. Gleichzeitig ein Element mit blauer und roter Brille als Filter, wo man auch nicht die ganzen Farben deutlich sieht. Also gewisse Einschränkungen sind hier auch vorhanden. Als Malspiel mit dem Stift, wo ich agieren muss. Es sind viele Herausforderungen, aber ihr spielt das und versucht möglichst viele Schätze einzusammeln. Weil viele Schätze benötigt ihr, weil ihr seht ja auch die Übersicht, die Startkarte. Ihr solltet die erstmal vereinfacht spielen. Ziel ist es, nach 4 Runden möglichst in diesem gelben Bereich zu sein. Ansonsten könnt ihr auch die Rückseite verwenden. Da wird es heftiger. Also bedient euch erst einmal dieser Vorderseite und wählt das erste Level aus. Das heißt die Karten mit Lila. Und es gibt verschiedene Karten. Hier sind dann die Karten. Rückseite ist Level 2, also Runde 2. Dann hier Runde 3, Runde 4. Und dann schauen wir mal, wer wie viele Punkte hat, beziehungsweise wie viele gemeinsame Punkte ihr erreicht habt. Und war das euch zu einfach? Dann nehmt doch einfach neue Pläne. Da wird es etwas anspruchsvoller. Und es kommen noch ein paar Ideen dazu, aber zu viel möchte ich nicht verraten. Bleiben wir erst einmal beim Standardspiel. Das heißt, die Seite legt ihr aus. Spielplan mit der 1 liegt aus. Schatzkarten, Securitykarten, zufällig gemischt. Die legt man hier auch daneben. Eine Person bekommt diese mit diesem Rotfilter und diesen Stift. Die andere Person, die Maske, die passt man dann individuell an. Die blaue Maske und die zwei Sanduhren, die bekommt dann die Person, die mit der blauen Maske spielt. Naja, 4 Runden. Ihr spielt definitiv abwechselnd. Das heißt, einmal rot, einmal blaue Maske und wieder andersherum, sodass jeder auch eine gewisse Herausforderung hat. Ihr spielt ja gemeinsam um möglichst viele Punkte. Was macht man zu Spielbeginn? Ihr schaut euch erst einmal den Plan an. Überlegt euch, wo starten wir? Wo gehen wir zurück? Das heißt, den Startpunkt überlegt ihr. Ihr schaut, wo die Schätze sind. Ihr seht auch hier noch alle Linien, weil abhängig davon, welche Maske ihr verwendet, seht ihr nicht unbedingt die rote bzw. die blaue Linie. Und damit ihr nicht ewig hier auf diesem Plan schaut und auch irgendwann startet, wird die erste Sanduhr genutzt. Die hat 30 Sekunden, die wird umgedreht und so lang könnt ihr euch besprechen. Das heißt, ihr könnt überlegen, wo zieht man hin, wo agiert man und was macht man am besten. Sobald es losgeht, dreht ihr die blaue Sanduhr um. Das heißt, die blaue Sanduhr, da habt ihr 2 Minuten Zeit. Zeit, auf einem Punkt zu starten mit diesem Stift und agiert dann und fahrt möglichst so, damit ihr das Ziel erreicht, die Schätze einsammelt, viele Schätze, aber dann auch irgendwann hier wieder landet, nach spätestens 2 Minuten. Ihr versucht, viel einzusammeln. 2 Minuten klingt kurz, aber das sind relativ lang. Also so groß ist der Druck gerade in den Anfangsszenarien nicht. Und ja, der Blaue oder der Person mit der blauen Maske gibt Hinweise, wo man nicht hinziehen sollte, weil ja, mit der roten Maske sieht man nicht alles und man sollte die Laser nicht berühren, weil das gibt einen gewissen Abzug. Spätestens nach 2 Minuten ist fertig. Das heißt, man hat das Ziel erreicht und dann schaut man, wie viele Schätze man eingesammelt hat. Das heißt, was hat man erreicht? Das markiert man hier ja auf der Seite. Gegebenenfalls bekommt man noch eine Schatzkarte. Man kann die gleich einsetzen, beziehungsweise gleich einsetzen bedeutet, dass man 3 Schätze gleich nehmen kann. Also hier diese 3 Symbole. Oder man verwendet sie später. Ich komme nachher noch dazu. Also Aufgabe ist es quasi zu überlegen, nimmt man sich die Schätze oder wertet man sie gleich? Das hängt von eurer Erfahrung ab. Aber ja, ganz wichtig, habt ihr einen Laser berührt? Das ist nicht so gut, weil Laser bedeutet, dass man einen Punkt abzieht, also einen Schatzpunkt zieht man ab. Wenn ihr dann mehrmals berührt habt, dann zieht ihr dann jeweils einen Punkt ab, aber einen Punkt für jeden Laser, den ihr dann berührt, müsst ihr abziehen.
Und damit steigen wir ein in Runde 2. Naja, zuerst einmal muss man schauen, wie viele Schätze habt ihr denn? Weil gegebenenfalls habt ihr ja hier so ein Feld erreicht und dann werdet ihr mit so einer Security-Card dann bestraft. Das heißt, ihr seid gegebenenfalls hier in einer Runde, hier in diesem Bereich, es sei denn, ihr seid richtig gut und überspringt das. Aber vielleicht seid ihr auch in so einem Bereich und für die nächste Runde habt ihr aufgrund der Karte gegebenenfalls eine Einschränkung. Und es gibt hier unterschiedliche Karten und unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, hier beispielsweise mit dieser Karte darf man in dieser Phase 2, das heißt, die Person mit der roten Maske darf nicht sprechen. Ganz gemein wird es hier mit dieser Karte, weil jeder Berührung, ich habe ja gesagt, ein Minuspunkt, das heißt, ein Punkt zieht man ab, aber hier sind es gleich drei. Ja, und hier ist es ganz schwierig, weil quasi für die doppelt gezeichneten Linien, und zwar der eigenen Wegstrecke, zieht ihr dann nochmal ein Geld ab. Das ist übel. Deswegen nutzt man auch gerne die Schatztruhenkarten, sei denn, verwendet sie hier gleich für die drei Punkte, was wir öfters auch gerne machen. Aber ein paar Optionen hat man. Hier darf man beispielsweise springen. Man darf also den Stift absetzen, einer anderen Person wieder Position wieder weitermachen. Dieser Generalschlüssel ist auch nicht schlecht, weil man will ja, beziehungsweise man muss ja auch immer zu diesen Fußpunkten dann gelangen. Aber wenn man diese Karte dann verwendet, dann darf man quasi auch bei einem Geldstück dann seinen Zug beziehungsweise den Raum verlassen. Dann haben wir hier so eine Maschine, so eine Art ja, Nebelmaschine, die man dann drauflegt, die verdeckt dann Laser. Und dann haben wir noch diesen Bereich. Das heißt, man kann auch, normalerweise darf man ja nicht über die schwarzen Bereiche ziehen, durch die Wände bzw. hier die Seitenelemente. Aber damit hat man definitiv die Möglichkeit, einmal durch eine Wand oder solche schwarz oder schwarz umrandete Objekte dann zu ziehen. Und das sind auch schon ja, die Informationen zum Grundspiel. Das heißt, ein schnelles Spiel, 2 Minuten Spielzeit, 4 Runden. Und dann schaut ihr mal, wo ihr seid von den Punkten. Vielleicht seid ihr schon in dem gelben Bereich. Glückwunsch. Dann könnt ihr gegebenenfalls auch hier mal die Seite dann umdrehen. Macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Oder ihr kümmert euch um einen anderen Plan. Ja. Da sind noch ein paar Besonderheiten dabei. Die möchte ich euch aber an dieser Stelle nicht verraten. Aber für Abwechslung ist gesorgt und so könnt ihr dann auch wieder einen anderen Plan nutzen und den Schwierigkeitsgrad dann anpassen. Und hoffentlich seid ihr immer in diesem gelben Bereich. Ansonsten müsst ihr einen neuen Versuch unternehmen, um wieder viel Geld zu bekommen, geschickt zu agieren und geschickt euch ja abzusprechen, welchen Weg ihr zieht. Und seid bloß nicht zu gierig, weil oftmals, nehme ich dann doch den einen oder anderen Schatz mit. Zum Leidwesen meines Mitspielers, der dann sagt, wir haben doch nur noch 20 Sekunden, was machst du denn jetzt? Das gehört definitiv auch dazu. So, langsam, langsam, ich stopp. Oh, das, Elias, da war, ja, sind wir schon übers Erste drüber gefahren. Egal. Ja, nicht egal. Rüber, langsam, langsam, da ist eine Wand. Hast du die Wand nicht gesehen? Nee. Nee, so. Und jetzt passt er auf, da ist wieder ein Laser. Ja, wieder an der Linie zurück. Vorsicht! Nicht hier weiterfahren. Dann fahrst du über den Laser. Fahrst eher nach unten. Zu dir, zu deiner Richtung. Ja, wo willst du denn hin? Langsam, da ist wieder Wand. Ja, langsam, da kommt der nächste Laser. Jawohl, schön da rum. Schön, jawohl. Genau, so, sehr schön. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So, Vorsicht, langsam jetzt nicht gerade rüberfahren, weil da ist ein Laser. So, jetzt kannst du rüber. Willst du auf der anderen Seite? Okay, wo willst du hin? So, Vorsicht, da ist schon wieder ein Laser. Muss ich unten rum? Ja, du musst zu dir fahren. Zu dir ziehen? Ja, so kannst du auch machen. Schöner Bogen. Okay, so und jetzt raus. Und damit bin ich beim Fazit von Together. Definitiv eine Überraschung. Ich habe es mir schon auf der Spielwarenmesse in Nürnberg zeigen lassen. Da habe ich es auch angespielt. Und das ist echt witzig gemacht. Flott gespielt, aber ein richtig schönes Zwei-Personen-Spiel. Ein Zwei-Personen-Spiel, was man auch gut mit einem Jugendlichen, mit einer jüngeren Person dann spielen kann. Und deswegen passt auch die Angabe ab 8 Jahre. Das können die Kinder schon gemeinsam zusammen spielen. Habe ich jetzt auch in der einen oder anderen Runde erlebt. Wenn man es einmal dann verstanden hat, das Prinzip, ja, dann kann man auch loslegen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Bedenken, was den Zeitdruck angeht. Oh, Sanduhren, das ist wieder Zeitdruck ohne Ende. 2 Minuten. Wir waren meistens nach einer Minute schon draußen und dann haben wir gemerkt, wir haben doch viel mehr Zeit. Und in weiteren Partien haben wir die Zeit fast
ausgenutzt, aber dann war es auch schon grenzwertig. Also 2 Minuten ist gut gemacht, aber ihr müsst jetzt nicht alles abfahren. Ansonsten müsst ihr euch gut absprechen. Und das gehört bei diesem Spiel dazu. Also, so schlimm war der Zeitdruck nicht. Altersangabe mit 8 Jahre passt. Klassisch 2-Personen-Spiel und 20 Minuten mit Aufbau etc. Das passt auch. Gerade wenn man so gern solche Mal- und Zeichenspiele mag. Together erinnert mich auch schon ein bisschen an ein anderes Spiel, ein älteres Spiel, was ich euch gezeigt habe. Looney Quest beispielsweise, wo auch gemalt wird, wo es auch solche Begrenzungen gibt. Also dieses Element des Bemalens, des Spielplans, sich gemeinsam abzusprechen, Objekte einzusammeln, das ist jetzt nicht ganz neu, aber hier thematisch als Raub verpackt, das gefällt mir. Das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, sind noch mehr Pläne. Weil irgendwann hat man quasi alles mal gesehen, vielleicht habt ihr auch die Rückseite verwendet und dann habt ihr eure 10, 12 Partien gespielt, ähnlich wie bei uns, und dann habt ihr quasi schon alles gesehen. Dann ist der Reiz jetzt nicht mehr so gegeben, es erneut zu spielen. Klar, der eine oder andere wird sagen, ich muss erstmal auf die Vielzahl der Partien kommen. Das reicht mir völlig aus, abhängig vom Preis und vom Eindruck, den ihr jetzt gewinnen könnt. Aber das ist ein kleines Element. Aber das heißt ja nichts. Bei Piatnik gab es auch viele Spiele und wenn die erfolgreich sind, dann holt man gerne eine neue Erweiterung oder bringt eine Erweiterung raus. Und das kann ich mir auch bei diesem Spiel vorstellen, dass es vielleicht irgendwann, je nach Erfolg des Spiels, ist ja immer so, vielleicht eine Erweiterung mit neuen Plänen, weiteren Elementen gibt. Das bietet sich zumindest an bei diesem Spiel. Also ein gutes Spiel, ein gutes, sehr ungewöhnliches Spiel mit der Maske. Ich glaube nicht für jeden, abhängig von den Augen. Gibt es ja auch jetzt, was Rot- und Blau-Themen angeht, bei dem einen oder anderen ja eine gewisse Einschränkung. Aber witzig zu spielen ist definitiv. Wir hatten unseren Spaß und gerade in der Sommerzeit zuletzt oder Frühjahrszeit haben wir es jetzt oft auch im Freien gespielt. Und es macht Spaß zu kommunizieren und das habt ihr, denke ich, auch aufgrund der Einstellung gesehen. Was eure Meinung ist zu diesem Spiel, ich bin definitiv sehr gespannt, dürft es gerne kommentieren. Ansonsten ja, bekommt ihr das Spiel im Handel, beziehungsweise schaut gerne auch über die unten genannten Links, da unterstützt ihr uns ja automatisch. Das war's von Together, ein Spiel aus dem Hause Piatnik. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.